das Amtsgericht Athen. Jeden Mittwochnachmittag werden hier Wohnungen von den Banken zwangsversteigert. Diese Aktivisten wollen das verhindern. Sie blockieren den Eingang zum Verhandlungssaal. Zwei Bieter sind bisher gekommen, aber diesmal sind sie umsonst da. Es ist also eine solidarische Aktion, die bis jetzt, wir hatten bis jetzt Glück, weil das geht schon ein Jahr so oder länger als ein Jahr. Bloß wird das jetzt das Problem viel größer. Das Gesetz zum Schutz der Eigenheime wurde zum Jahresende geändert. Die Banken können schneller zahlungsunfähige Schuldner auf die Straße setzen. 300.000 Haushalte sind potenziell davon bedroht. Immer mehr Menschen suchen deshalb Rat bei Ecpiso. Die unabhängige Organisation hilft bei juristischen Problemen mit den Banken. Diese Frau hat eine kleine Patisserie. Das Geschäft geht schlecht. Sie kann den Kredit von 600 Euro nicht mehr bezahlen. Natürlich habe ich Angst. Ich kann nachts nicht mehr schlafen. Ich habe zwei Kinder, eine Familie und plötzlich hänge ich in der Luft. Die Schulden treiben die Menschen in die Verzweiflung, beobachten die Berater von Ecpiso. Viele haben psychologische Probleme, egal welchen Background sie haben. Die Banken terrorisieren sie mit der Drohung, wir nehmen euch das Haus. Das hat in letzter Zeit extreme Ausmaße angenommen. 4 von 10 Schuldnern können ihre Kredite nicht mehr zahlen. Neuerdings gilt jeder, der einen Monat im Rückstand ist, als schlechter Schuldner. Die Bank kann damit die Zwangsenteignung einleiten. Allerdings gibt es Spielräume, von denen viele Schuldner nichts wissen. Man kann den Leuten mehr Zeit geben, ihnen anbieten, weniger zu zahlen, so als ob sie das Haus für eine bestimmte Zeit mieten würden. Man kann auch über einen Schuldenschnitt nachdenken. Auch das mag nötig sein. Es gibt eben nicht die eine Lösung für alle. Ein schwacher Trost für diejenigen, die wirklich nichts mehr zahlen können. Einen Schuldenschnitt hat hier noch niemand von der Bank angeboten bekommen. Fakt ist, ich kann nicht zahlen, selbst wenn sie mir ein Angebot machen. Nicht, dass ich nicht will, es geht nicht. Dieses Mal haben die Aktivisten die Zwangsversteigerung noch verhindert. Doch sie wissen, die Zahl der Betroffenen wird steigen.